bis wir hier mal rauskommen. Wie verbringe ich wieder den ganzen Ort? Na komm, schlag dich durch, kleines Mädchen, kleine Six. Durchatmen und hops. Und hier hoch, da kommt. Oh nein, 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 nein. Was machen wir denn hier? Bin ich denn dahin geraten? Da bin ich noch gar nicht gestorben. Da bin ich noch gar nicht gestorben. Hier gilt's mal springen üben. Fast zum Henker wühlt sich da durch die Kisten. Durch die Schuhe. Und hops. Und hier schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Was machst du denn? Ich drücke und drücke und drücke. Gut, der Life Counter ist gleich dreistellig. Ja, aber bald auf dreistellig. Hat sieht dann eher blöd aus. Nur eine dreistellige Nummer oben ist. Das wollte ich möglichst vermeiden. Das war so ein paar. So im zehnstelligen Bereich schon so gut. Richtung 50 gehen werden, das war nicht klar, aber die 100 müssen wir jetzt nicht unbedingt erreichen. Da kommt was denn? Warum? Ich drücke hier wie wild. Einmal schaffe ich es nicht. Woran liegt's? Und hops. Okay, springen können wir hier nicht. Hier hoch. Und hops. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch, 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 hoch. Der kommt von einer komplett anderen Seite. Verzeiht mir das jetzt hier irgendwie. Kommt in den Verkacken bin. Und hops, jetzt machen wir uns mal gerade durch. Mal schauen, ob wir das schaffen. Wahrscheinlich eher nicht. Ach, theoretisch kann man es schaffen. Theoretisch kann man es durchschaffen. Ein bisschen mehr hops. Ein bisschen mehr hopsala. Klingt, als ob eine Menge Hoppla nötig wäre, um das zu schaffen. Na komm, schlag dich durch. Na komm, wir sind sehr langsam, wir sind sehr langsam. Viel zu langsam. Hoch da! Ja, sehr nice. Wir sind hoch da. Sehr gut, beim x-ten Versuch. Okay, das können wir nicht ziehen. Eingesperrt. Hier geht's weiter. Oh nein! Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich! Ah. Der schon wieder. Der Kollege. Sag mir bitte, dass wir das mit dem Koffer nicht nochmal machen müssen. Sehr gut. Ein bisschen sprinten üben. Und weiter. Oh wei, 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 oh wei. Hier kommt er doch auch rein. Hochklettern. Hochklettern. Mit uns doch hier.
Bleib oben. Nein. Ach du Scheiße. Ist das hier die Möglichkeit? Nicht bewegen. Er ist blind und hört. Bin ich. Weiter, 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 weiter. Sprint. Kackdreck. Da müssen wir raussprinten. Ach, hier wieder. Na toll. Oben hängen bleiben und dann runtersprinten. Und los. Und los. Na komm, das kriegen wir hin. Ein mordsgemeiner Kurzstreckensprint. Und ran hier. Da findet er uns nicht oben. Was zum Werfen haben wir nicht mit dabei, sonst könnte man den Aufzug vor ihm betätigen. Sprinttaste gedrückt, sobald wir oben sind. Gesprintet. Maus loslassen und los sprinten. Eieiei. Na komm. Und jetzt los, 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 sprint, 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 falsche Richtung. Das gibt's heute nicht, das ist doch hier nicht wahr. Na komm. Sprintübungen. Mich nerven die ganzen Tote, die ich hier produziere. Wenn ich den Death Counter im Kopf habe. Das sieht dann blöder aus. Wenn eine Zahl größer wird. Also die Zahl wird nicht wirklich größer, aber es wird eine höhere Zahl. Vielleicht können wir uns da irgendwo anders verstecken. Luke öffnen oder so. Nee, das bringt nichts. Die Kisten untersucht er sowieso. Da guckt er auch rein. So, Sprintknopf. So, sprinten, sprinten. Ach, nein, 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 nein. Vielleicht können wir auch zurück, weil der eh raus abhaut. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das muss dann in der Kiste verstecken, im Fahrstuhl. Ei. Ich bin eben für den Stress nicht mehr zu haben. Ich kenne so einen Stress nicht. So, hier oben verstecken. Ich glaube, der rennt dem Wichtel sowieso hinterher. Dem Gnome rennt er hinterher. Ja. Das heißt, vielleicht können wir uns einfach stehen bleiben und nicht bewegen. Kriegt er uns nicht mit. Vielleicht. Dann können wir uns in der Kiste verstecken, bis er weg ist. Na, jetzt kommt gleich der Gnome raus. Ja, sehr gut. Ist er weg? Okay. Hier ist ein Affe. Ist mal von der Diele weg. So nach unten. Ich mach mal Feuer. Den Affen brauche ich bestimmt noch irgendwo für. Nehme ich mal mit.
Na komm. Was ein gruseliges Spielzeug. Irgendjemand hat sich das mal ausgedacht und dachte, das finde ich noch cool. Das finde ich bestimmt nicht gruselig. Da oben ist noch ein Affe. Ein Zimmer voller Puppen und der Hausmeister. Okay, hier können wir nicht weiter, natürlich nicht. Können wir hier irgendwo entlang? Der riecht uns doch wieder und holt uns von unten hoch. Ah, vielleicht können wir den Affen irgendwie nutzen, den wir da drüben liegen lassen haben. Da irgendwie Lärm mitmachen. Ah, sehr gut. Wir doch bestimmt Lärm machen. Sehr gut. Kann man den bestimmt ablenken. Nicht? Hallo? Hörst du den Affen? Wie sonst? Hier können wir theoretisch hoch. Müssen den irgendwie ablenken, dass der ganz woanders hingeht. Hab so eine Idee. Mal hier hochklettern. Wir müssen in den Puppenraum rein. Wahrscheinlich. Oh. Den aus dem Puppenraum weglocken, bis er dann darüber geht, das andere Zimmer. Kommen wir hier wahrscheinlich über die Schubladen hoch. Weil hier dann den Affen hört, dann kommt er hierher. Können wir mit dem Affen. Können wir den Affen auch schon rüber mitholen? Wahrscheinlich nicht. Hört er den nicht. Müssen wir ihn unter der Erde runterlocken. So, hier. Mach mal Lärm, Affe. Runter hier. Mach du auch mal Lärm. Na komm, sag, dass das funktioniert. Verdammt. Na komm. Na wirf. Er reagiert da nicht drauf. Was sollen wir hier mal durchschlüpfen? Riecht er uns und holt uns. Sie einfach stehen bleiben. Sonst zwischen den Figuren nicht sieht.
Und da schnuppert er uns dann. Da Amerika können wir bestimmt irgendwie hoch.